Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3, Reaper of Souls, der Kreuzritter. Ja, hier sind wir wieder, voller Elan, da wo wir stehen geblieben waren. Wir müssen mit Leutnant Lavail sprechen und wie man sieht, ich habe rechts oben in der Ecke, sieht man es, ich habe schon auf Qual 1 umgestellt. Ja, neue Aufnahmesession und damit ich nicht ganz so alleine mich hier rumquäle, habe ich mir einfach mal als Begleiter die Verzauberin dazu geholt. So, die Verzauberin hat auch verschiedene Fähigkeiten. Ich habe dir jetzt sogar schon so ein kleines Spiegelchen gegeben, damit sie hübschig ist. Allerdings, den Rest müssen wir irgendwie noch finden, was wir dem der an Equip geben können. So, was haben wir denn hier für Fähigkeiten? Wie kann ihr uns helfen? Verzauberin, betört. Ja, Arcane Expert. Ja, betört. Nehmen wir das mal. Stärkt. Schaden durch. Puh, das. Erhöht den Rüstung und Preis. Ja, nehmen wir das. Rüstung. Desorientieren, blendet. Wirkungsbereich, okay. Das klingt ganz gut. Ja, ich bin noch unentschlossen. Nehmen wir das. Und Massenkontrolle oder Aura der Konzentration. Wirft eine magische Kugel. Hühner verwandelt. Ja, nehmen wir das. Das klingt lustig. Wenn nicht, können wir immer noch wechseln. Hoffe ich. Ja, können wir. Wunderbar. So, die Verzauberin ist ausgerüstet. Und wir sind ready, um weiter zu questen. Ein unglaublicher Sieg. Ich habe doch gewusst, dass Asmodan gegen jemanden wie euch keine Chance haben würde. Nicht mal im Ansatz. Sind Adria, Lea und Tyrael. Sie sind alle in der Waffenkammer, wo sie zweifellos feiern. Ihr solltet euch zu ihnen gesellen. Feiern? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mit feiern, ne? Betreten wir die Waffenkammer. Und sie hat ein Schwertchen. Ist das hübsch, das Schwertchen? Ah, da muss ich doch gleich mal gucken. Bevor wir hier irgendwie... Nehmen wir eiskalt mal noch... ein Edelsteinchen. Und das Schwert ist nicht unbedingt besser. Aber vielleicht nützt es der Verzauberin was. Kann die das haben? Das ist von guter Qualität. Wunderbar. Läuft. Die kann das haben. Und dann kann sie auch gleich Schaden machen. Und wir gucken mal in die Waffenkammer. Hallo? Hallo? Ist da wer? Was denn hier passiert? Und tote Wachen? Das klingt jetzt nicht so doll. Wir gucken mal, was passiert. Hui. Macht meine getreue Adria. Geh jetzt, bis ich erneut nach dir verlange. Und nun zu meinem wahren Ziel. Das eine, das ich mir immer entzogen habe. Der hohen Himmel. Oh Mann. Da los, Tyrael ist ja noch da? Nein, Tyrael ist weg. Ja. Hammer.
Hammer. Und dann würde ich sagen, Portal zum Himmel. Wir verfolgen Lea, / Diablo, der sich jetzt in Lea befindet. Oh Mann. Den Akt beenden, ja, wollen wir. Oh, dann gibt es jetzt eine Videosequenz, oder? Müsste eigentlich. Ich glaube ja. Oder auch nicht. Gibt's vielleicht nicht immer. Oder ich hatte die schon mal, keine Ahnung. Ja, Hammer. Jetzt sind wir hier in den Himmeln und man sieht schon die Himmel auch ziemlich infiziert von Dunkelheit und. Oh. Ihr wollt Diablo doch nicht etwa erneut gegenübertreten. Eure Wunden sind kaum verheilt. Die Himmel stehen in Flammen. Das ist eure Schuld zu heilen. Und ihr, Nephalem, werft einen Blick auf das, was euresgleichen angerichtet hat. Ich piek's dich. Oh je. So, was sagt Tyrael dazu? Das Diamanttor gab es schon, seit das erste Licht die hohen Himmel berührte. Nun liegt es in Trümmern. Imperius hat recht. Ich bin der Grund dafür. Die Tore habt nicht ihr zerstört. Dennoch habe ich die Menschheit verteidigt, als Imperius sie zerstören wollte. Und jetzt greift das oberste Übel sogar die Himmel an. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Zweifel und Schwäche, Tyrael. Imperius ist ein Narr. Und wenn ihr euch mit ihm gegen mich stellt, seid ihr es auch. Ihr versteht das nicht. Hoffnung wurde zum Schweigen gebracht. Das sind schlimme Aussichten. Tja. Dann würde ich sagen, betreten wir mal das Portal und gucken, dass wir alles Böse hier aus den Himmeln vertreiben. Wenn schon alle so betrübt sind, da kann man doch bestimmt was gegen tun. Vernichte dich selber. Da haben wir gleich einen Großen gegen uns. Oh, zum Glück haben wir auf Qual umgestellt. Dann können wir gleich mal gucken, ob das was wird. Juhu! So, was ist jetzt hier? Oh, da kamen schon die ersten Hühner. Cool. So, haben wir hier noch einen. Oh ja, es geht trotzdem. Ah, komm, machen wir hier den nochmal. Da muss man jetzt sogar mal rausgehen. Und piu, immer schön den Himmelsfuhrer drauf. Teilweise wieder rausgehen. Los, meine Bogenschützen, Attacke! So, war's das? Nö. Hallo, Gegner, wo seid ihr? Alles klar. Los, Bogenschützen! Attacke! Oh je! Ah, ich stehe hier was drin. Alles klar. Das könnte der Grund sein. Ah, da muss er raus. Okay. Ah, so, dann heilen wir uns nochmal kurz. Ah, das ist mit der Suppe ist echt doof. Und es wird schon ein bisschen anspruchsvoller. Das finde ich schön. Das ist. Ach ja, Suppe. Ja. Los, Bogenschützen! Pikachu, ich wähle dich! Nein! Ah, verflixt. Ja! Er ist tot. Wunderbar. Das ist schön. Fieser Gegner. Diablo. Und hier haben wir noch neues Wissen. Das lassen wir den Ball laufen. Alte Texte beschreiben Schreckensdämonen als unbezwingbare Feinde. Diablos fleischgewordene Träume. Sie tauchen im Schatten auf, um ihre Opfer zu foltern. Und verschwinden auch wieder im Schatten. Ihr bloßer Anblick genügt, um einen Horadrim in den Wahnsinn zu treiben. Und ihn dazu zu bringen,
sich bis zum Ende seiner Tage schreiend am Boden liegend die Augen herausreißen zu wollen. Okay, und hier sind noch ein paar Engel. Iterael. Ich bin Iterael. Ja, hab ich gerade gesagt. Es ist meine Pflicht, alles was ist und alles was sein wird, in der Schriftrolle des Schicksals aufzuzeichnen. Aber ihr, Nephalem, ihr taucht in dieser Rolle nicht auf. Euer Schicksal ist ungeschrieben. Okay, das sagt mir jetzt was. Schicksal bedeutet mir nicht viel. Werdet ihr mir also helfen oder werden wir der Zerstörung der Himmel einfach nur zusehen? Vielleicht lässt sich das Schicksal ändern. Beeilen wir uns, Auriel, Erzengel der Hoffnung, ist von Rakanoff, dem Herrn der Verzweiflung, entführt worden. Okay. Ich werde sie befreien. Vielleicht bringt das diesen Himmeln die Hoffnung zurück. So eine Super Mario-Geschichte. Ja. Und ich würde sagen, wie wir Prinzessin Peach, ich meine, den Engel, Erzengel der Hoffnung, befreien, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Diablo 3, Reaper of Souls, der Kreuzritter. Mit freundlicher Unterstützung der Verzauberin. Dankeschön. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao.